Grüß Gott und willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Magazin Spirit. Dein Wille geschehe, so beten wir im Vater Unser. Wer Gott verehrt und ihn liebt mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, dem müsste es ein Herzensanliegen sein, dass stets der Wille unseres himmlischen Vaters geschieht. Und so fordert uns der Apostel Paulus im Römerbrief dazu auf, dass wir unser Denken erneuern, damit wir prüfen und erkennen können, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Wie das konkret gehen kann, darüber möchte ich heute sprechen mit Pater Gregor Lenzen. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Pater Gregor. Grüß Gott, Herr Pelster. Ja, der Apostel Paulus vergleicht den Willen Gottes mit dem Guten und mit dem Vollkommenen. Wie würden Sie denn diesen Begriff, der Wille Gottes, ganz kurz auf den Punkt bringen? Nun, da Gott der Gute ist, also die Güte in Vollkommenheit, will er auch das Gute. Er hat eine gute Schöpfung ins Leben gesetzt. Und deswegen ist sein Wille darauf gezielt und zielt darauf, dass er für uns Menschen, seine Geschöpfe, das Gute will. Das heißt, im Grunde können wir gar nichts Besseres tun, als den Willen Gottes zu erfüllen. Wenn wir uns etwas Gutes tun wollen, dann sollten wir möglichst diesen Willen Gottes erkennen und erfüllen. Denn Gott weiß am besten, was gut für uns ist. Er hat einen guten Plan mit unserem Leben und wir können ihm vertrauen, dass er es gut machen wird und will mit unserem Leben. Und deswegen sollten wir keine Angst haben vor dem Willen Gottes für unser Leben, sondern uns Gott wirklich anvertrauen und uns von ihm führen lassen. Eine der Spitzenaussagen des Neuen Testaments lautet, Gott ist die Liebe. Sagt auch das etwas aus über den Willen Gottes? Ja, Gott ist die Liebe, er ist Liebe in Vollkommenheit. Der dreifaltige Gott ist tiefste Gemeinschaft der Liebe. Und aus dieser Liebe sind wir herausgeflossen, ist die Schöpfung entstanden. Wir sind, wenn wir so wollen, Produkt seiner Liebe. Und natürlich ist sein Wille darauf gerichtet, dass wir liebende Menschen werden, dass wir in der Liebe wachsen und dass wir auch in Liebe mit Gott, unserem Ursprung, vereinigt werden. Manche zucken allerdings auch zusammen, wenn sie den Begriff der Wille Gottes hören, haben eher unangenehme Assoziationen dabei. Woher kommt das? Besteht da auch die Gefahr, dass man eine verzerrte Sicht hat auf den Willen Gottes? Sicher. Und das hängt mit einem verzerrten Gottesbild zusammen. Man muss sich immer fragen, welches Bild von Gott habe ich eigentlich? Und da ist es tatsächlich so, dass viele Menschen ein gewisses Misstrauen gegenüber Gott haben. Und das fängt im Grunde schon zu Beginn der Heiligen Schrift im Buch Genesis an, wo vom Sündenfall die Rede ist. Da ist es auch der Satan, die Schlange, die also Misstrauen in die Herzen der ersten Menschen sät, gegen Gott. So, als ob Gott uns nicht alles Gute gönnen würde, als ob er uns etwas vorenthalten möchte, was schön und gut und attraktiv wäre. Dieses Misstrauen, Gott wäre sozusagen der Konkurrent meines kleinen menschlichen Glückes, das steckt in vielen drin. Und ist im Grunde eine heidnische Haltung. Schon im Ring des Polykrates in dieser Ballade heißt es übrigens, mir grauet vor der Götter Neide. Also die Griechen hatten Angst vor dem Neid der Götter, wenn es den Sterblichen zu gut ging. Diese heidnische Haltung steckt aber auch in vielen Christen. Sie trauen Gott nicht wirklich zu, dass er, wie wir in einem Lied singen, uns nichts Böses
gönnen kann. Der Wille Gottes richtet sich auf das Gute und Vollkommene, so sagt es der Apostel Paulus. Wenn wir uns unsere Welt anschauen, dann liegt da allerdings sehr viel im Argen. Vieles ist nicht gut, vieles ist unvollkommen. Warum kann sich denn der Wille Gottes so schwer nur durchsetzen in unserer Welt? Nun, das hängt zum einen mit dem freien Willen des Menschen zusammen. Gott hat den Menschen mit einem freien Willen begabt und nur so ist er ein echtes Gegenüber für Gott. Und zusammenhängend mit dem Gebrauch dieses freien Willens müssen wir natürlich dann auch die Realität der Sünde anschauen. Sünde ist eine falsch gebrauchte Freiheit, genau. Also eine Freiheit, die ich nicht in rechter Weise angewandt habe. Und aufgrund der Sünde, also wenn ich mich trenne von Gott und seinem Willen, laufe ich Gefahr, mir selbst und auch anderen zu schaden, eben Schlechtes, Böses zu tun. Die Welt ist erfüllt von der Realität der Sünde und damit auch von der Realität des Leids, das letzten Endes auch Konsequenz der Sünde ist, auch das unschuldige Leid ist letzten Endes eine Konsequenz der Sünde. Und das ist eine Realität, der wir tagtäglich begegnen. Könnte man vielleicht auch sagen, dass es zu wenig Menschen gibt, die es sich zu einem Herzensanliegen machen, den Willen Gottes zu erfüllen? Nun, ja, zunächst muss ich ja einmal eine Beziehung zu Gott haben. Das ist ja der erste Schritt, dass ich mich überhaupt öffne für Gott, für seine Gegenwart, dass ich erkenne, wer Gott ist. Und dann werde ich auch nach seinem Willen fragen und suchen, ihn zu erfüllen. Aber viele Menschen leben ja an der Oberfläche. Sie denken, sie brauchen Gott nicht. Sie sind sich selber genug. Sie sind sich selber Gott, könnte man sagen. Die Urversuchung des Menschen, sich an die Stelle Gottes zu setzen, der begegnen wir ja auch immer wieder in unserer Zeit. Und natürlich hängt es damit zusammen, mit dieser Trennung von Gott, beziehungsweise mit diesem überhaupt nicht Denken an Gott, dass der Wille Gottes sich so nicht durchsetzen kann in vielen Bereichen. Denn Gott nimmt den Menschen so ernst, dass er sein Handeln in dieser Welt eben auch an das Mitwirken des Menschen bindet und an seine freie Zustimmung zum göttlichen Willen. In früheren Jahrhunderten hat man sich das viele Böse, das auf dieser Welt geschieht, auch damit erklärt, dass man geglaubt hat, da seien böse Kräfte am Werk, vielleicht sogar dämonische Kräfte am Werk. Kann man so etwas heute noch glauben? Ja, ich denke, diese Realität ist mit Händen zu greifen. Also im Grunde könnte man sagen, manchmal ist es leichter, an die Existenz des Teufels zu glauben als an Gott, weil wir so viel Schlechtes in der Welt sehen, so viel Grausamkeit. Was der Mensch dem Menschen alles antun kann, ist unsäglich, das wissen wir ja. Und offensichtlich sind hier dämonische Kräfte am Werk. Es gibt einfach Weltmächte, es gibt Heilsmächte, aber genauso auch Unheilsmächte. Und die muss man ernst nehmen. Daran kann man nicht vorbeisehen oder sich der Illusion hingeben, das gäbe es nicht. Wenn der Mensch zu einer rechten Einschätzung von sich selber gelangen will, dann muss er erkennen, wes Geistes Kind er ist in den unterschiedlichen Situationen seines Alltags ist und dass es eben auch Kräfte, Wirkkräfte gibt, die ihn unheilvoll beeinflussen. Im Neuen Testament lesen wir durchaus öfter von solchen bösen Einflüssen, bösen Kräften. Der Apostel Paulus spricht zum Beispiel im Brief an die Epheser von Fürsten und Gewalten, von Beherrschern einer finsteren Welt und von bösen Geistern. Was meint er damit?
Ja, wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass es gefallene Engel gibt. Ja? Also diese, sag mal, diese Rebellion gegenüber Gott, Gottes Willen nicht erfüllen zu wollen, ihm nicht dienen zu wollen, das hat ja schon im Himmel begonnen. Luzifer hat gesagt, ich diene nicht. Und er und seine Engel sind ja dann auf die Erde gestürzt worden. Davon berichtet uns die Offenbarung Gottes, die Heilige Schrift. Und so sind die Dämonen auch in der Welt. Ja? Eine Wirklichkeit. Es gibt nicht nur Engel, sondern auch Dämonen. Und mit diesem Wissen, mit diesen Vorstellungen, hat man dann schon sehr früh in der Kirche versucht, die unterschiedlichen Geister zu unterscheiden. Man spricht da von der Unterscheidung der Geister. Können Sie ein paar erste Worte dazu sagen? Gut, also es ist klar, dass es sich hier nicht um Schlossgeister handelt, sondern um geistige Kräfte, die auf den Menschen einwirken. Und es gibt im Grunde drei große Kräfte, die Einfluss nehmen auf den Menschen. Das ist einmal Gott selber natürlich, der göttliche Geist, der Heilige Geist. Dann gibt es den Ungeist, den bösen Geist, den Dämon. Und dann gibt es aber auch die Wirklichkeit unserer rein menschlichen Natur, die allerdings verletzt ist und schwach, aber eben auch in bestimmter Weise fühlt und denkt. Ja? Das sind schon mal drei wesentliche Kräfte, die auf unser Denken, Fühlen und Handeln Einfluss nehmen. Der Apostel Paulus spricht auch davon, dass wir unser Denken erneuern müssen, wenn wir den Willen Gottes erfüllen wollen. Wodurch müsste so ein neues Denken gekennzeichnet sein? Ja, dieser Mentalitätswandel, wie man das auch bezeichnen könnte, hat mit Umkehr, mit Bekehrung zu tun. Das ist ganz klar. Und es geht um Bekehrung zu dem Neuen, das Christus in die Welt gebracht hat. Es geht um Bekehrung zu seinem Evangelium, zu seiner frohen Botschaft. Im Grunde sollen wir uns bemühen, dass wir immer mehr in die Welt des göttlichen Geistes, der göttlichen Botschaft des Evangeliums hineinwachsen, dass uns das immer mehr ergreift, dass wir dieses Neue in Christus immer mehr verinnerlichen. Und so, wenn eine Vertrautheit mit der Welt Christi, mit den neuen Kategorien, Denkkategorien, aber auch Kategorien des Fühlens gewachsen ist, haben wir eine Ähnlichkeit oder entwickeln wir eine Wesensähnlichkeit, die uns dann hilft, auch klarer den Willen Gottes zu erkennen. Denn im 1. Korintherbrief zum Beispiel heißt es, keiner erkennt Gott außer dem Geist Gottes. Das heißt, wir werden den Willen Gottes nicht erkennen, wenn nicht dieser Geist Gottes uns mehr und mehr erfüllt und wir von diesem Geist geprägt sind. Jesus selbst hat ja auch immer wieder von dieser Umkehr gesprochen und damit wohl auch so etwas wie ein neues Denken gemeint und natürlich auch ein neues Fühlen, ein neues Handeln. Er hat uns ein Gebet hinterlassen, das Vaterunser. Und in diesem Gebet heißt es, dein Wille geschehe. Ist das vielleicht auch so etwas wie eine Aufforderung zur Unterscheidung der Geister? Das liegt darin mit beschlossen. Ich meine, das Vaterunser ist ja sozusagen die hohe Schule des Gebetes. Der Herr wollte uns hier grundlegende Haltungen lehren, wie wir vor Gott treten sollen, wie wir mit Gott in Kontakt treten sollen. Und am Anfang steht die Bitte um das Kommen seines Reiches, um die Ausbreitung seines Reiches, aber dann auch, dass sein Wille geschehen soll. Eben weil dies dazu dient, das Reich Gottes ausgedehnt wird, dass der Mensch im Grunde zu dem heranreift, was er nach dem Willen Gottes sein soll, das heißt zur Fülle des Lebens gelangt. Denn dem Herrn geht es immer um unser Leben, um unser Glück, um unsere Erfüllung. Daraufhin ist dieser Wille Gottes angelegt. Wenn ich nun diese Bereitschaft in mir aufbringe,
dem Willen Gottes besser gerecht zu werden. Wie kann ich ihn denn erkennen, den Willen Gottes? Ja, ich muss mir Zeit nehmen, um auf Gott hinzuhören, die Impulse des Heiligen Geistes wahrzunehmen und aufzunehmen. Und diese Zeit muss ich mir, wie gesagt, nehmen und auch in die Stille gehen. Ich denke, die Erfahrung der Stille, des Stillewerdens auf Gott hin, ist hier auch fundamental wichtig. Denn nur in der Stille werde ich die Stimme Gottes in meinem Inneren auch vernehmen. Wir sprechen ja auch vom Gewissen zum Beispiel. Diese Stimme Gottes, die mir sagt, was gut und was falsch ist. Es geht darum, sensibel zu werden für diese Stimme, für die Gegenwart Gottes. Und das geschieht im Gebet, in der Stille, wo mir Gott dann seinen Willen erschließen kann. Nun machen manche aber auch die Erfahrung, wenn sie in die Stille gehen, dass sie in sich ein ganzes Sammelsurium von unterschiedlichsten Stimmen hören, wenn sie vor Entscheidungen stehen, dass sie einmal in die eine Richtung gezogen werden, das andere Mal in die andere Richtung gezogen werden. Wie kann ich denn da die Stimme Gottes von anderen Stimmen, vor allen Dingen von meinen eigenen Stimmen und Impulsen unterscheiden? Ja. Also ein Meister der geistlichen Unterscheidung war ja der heilige Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten, der im 16. Jahrhundert lebte. Und der hat Regeln zur Unterscheidung der Geister aufgestellt im Anhang seines Exerzitienbuches. Und der spricht davon, dass man eben den Wert seiner Gefühle, der inneren Regungen und Bewegungen analysieren muss, um zu sehen, ob das nun in die Richtung Gottes und des Heiligen Geistes geht oder in die andere Richtung. Und er sagt in dem Zusammenhang, man muss sich klar werden, wie eigentlich die Verfassung der eigenen Seele ist, also die Grundverfassung der eigenen Seele. Ob sie dabei ist, wie er sagt, vom Guten zum Besseren aufzusteigen oder umgekehrt, vom Guten zum Schlechteren. Und dementsprechend kann ich dann auch so Gemütszustände wie Trost oder Trostlosigkeit, das sind die beiden großen Gemütszustände, die er herausstellt, werten. Denn leider ist es nicht so, dass der Teufel, der Satan uns stört und uns in Trostlosigkeit stürzt und Gott uns nur tröstet. Das ist, so einfach ist es eben nicht. Deswegen muss ich genauer hinschauen auf den Ursprung dieser Regungen, auf die Wirkursachen schauen und auch, wohin sie mich bringen wollen. Erst dann kann ich unterscheiden, was wirklich der Erfüllung des Willens Gottes dient und der Verherrlichung Gottes und der Ausbreitung seines Reiches. Der entscheidende Glaubenssatz von uns Christen lautet ja, dass das Wort Gottes, sozusagen die Stimme Gottes, Mensch geworden ist in Jesus Christus. Das heißt, müsste es da nicht helfen, wenn ich mich immer wieder intensiv mit dem Leben Jesu, mit seinen Worten auseinandersetze, dass ich dann feinfühliger werde für den Willen Gottes? Natürlich, darum geht es. In unserem Christsein, in unserer Nachfolge Christi geht es genau darum, dass wir Christus immer mehr verinnerlichen, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und in Christus hat sich grundsätzlich schon einmal der Plan Gottes für diese Welt geoffenbart. Aber zugleich gibt es dann einen Niederschlag dieses göttlichen Planes, einen individuellen Niederschlag oder eine individuelle Ausprägung im Leben eines jeden Einzelnen, je nach den Fähigkeiten und Talenten und Gaben, die einer erhalten hat, je nach der eigenen Berufung soll sich dieser Plan Gottes noch einmal auf ganz eigene Weise verwirklichen. Man spricht hier auch vom Werk Gottes im Menschen. Aber natürlich ist es so, je mehr wir mit Christus verbunden sind, je mehr dieser Grundton, diese Syntonie mit seinem Evangelium in unserem Leben da ist, umso mehr werde ich auch den Willen Gottes erkennen und tun, weil Christus
war ja der vollkommenste Diener des Vaters, wenn man so will. Er hat den Willen Gottes auf vollkommenste Weise erfüllt. Es war seine Speise, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat. Es müsste ja eigentlich im Interesse Gottes sein, wenn ich das mal ein bisschen flapsig formulieren darf, dass der Mensch wirklich die Stimme Gottes auch eindeutig erkennt. Wird Gott dann auch aktiv in meinem Inneren? Tut er auch etwas dafür, dass ich den Willen Gottes besser erkenne? Und wie kann das gehen? Nun, sicher ist es so, dass Gott den Menschen sucht. Er sucht Wege, ihn zu berühren. Er sucht Wege in sein Inneres. Und er sendet Impulse aus, eben durch seinen Heiligen Geist, der in der Welt wirkt. Aber der Mensch muss auch eine Offenheit mitbringen. Das ist unser Part, wenn man so will. Wir müssen auch eine gewisse anfängliche Offenheit für Gott und das Wirken seines Geistes zeigen. Sonst kann Gott den Menschen nicht erreichen und ihn auch nicht auf diesen Weg führen, wo er immer, immer mehr den Willen Gottes erkennen kann. Wenn wir nun mit dieser Intention das Evangelium lesen, uns intensiv mit dem Leben Jesu beschäftigen, dann stoßen wir immer auch wieder auf Forderungen Jesu, die doch sehr radikal sind. Und das erzeugt bei manchen das Gefühl der Überforderung, dass sie sich gar nicht in der Lage sehen, diesen Ansprüchen Jesu gerecht zu werden. Wie geht man denn damit um? Ja, ich denke, der Mensch muss einfach erst mal lernen, sich selbst zurückzunehmen. Wir sind ja immer in der Gefahr zu meinen, wir selber müssen alles tun. Und dadurch setzen wir uns im Grunde unter einen falschen Leistungsdruck. Denn am Ende tut es Gott selber. Er muss es in uns tun und er tut es auch aus der Kraft seines Heiligen Geistes heraus. Diese Forderungen, von denen Sie gesprochen haben, die irgendwie so unmenschlich klingen, sind im Grunde übernatürlich.